Hallo und moin zum fünften Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, genau. Dann sind wir wieder zurück in Sam & Max Hit the Road. Wie schon gesagt, ein schönes, lustiges und auch vom Artstyle her gelungenes Point-and-Click-Adventure von 1993. Ein Klassiker von LucasArts. Basierend auf einem Comic von Steve Purcell, ich das richtig recherchiert habe, der Idee von dem zu den Figuren Sam & Max, dem Hund und dem Hasen, die stammen wohl vom kleinen Bruder von Steve Purcell. Und er hatte einen Comic draus gemacht, da hat dann relativ viele Comicbücher, also ich glaube so ein Strip und dann Bücher daraus geschrieben und gezeichnet. Und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es erst das Spiel gab und dann gab es auch eine Zeichentrickserie davon, eine TV-Serie. Auf alle Fälle gibt es eine TV-Serie mit ein paar Folgen und es gibt eben dieses Spiel. Und dann nach diesem Spiel gab es noch mehrere andere Spiele von Telltale, die genau dann auch die Lizenz von Steve Purcell verwendet haben, um ein paar Adventures zu bauen. Aber wir spielen das Original sozusagen, das erste Adventure in Originalgrafik mit deutscher Sprachausgabe. Wir waren, wenn ich mich nicht falsch erinnere, schon mehrfach hier. Mehrfach hier im. An diesem Ort. Bumpusville ist irgendwie die Villa von einem Country-Sänger, Country-Star, selbst ernannt. der offenbar dafür bekannt ist, dass er mystische Wesen, Tiere fängt und versklavt hat. Und wir haben eigentlich den Auftrag ursprünglich bekommen, einen Yeti wiederzufinden, der aus einem gefrorenen Eisblock entflohen ist. Und diesen Auftrag haben wir auch verfolgt bis jetzt, und wir haben den Yeti Bruno, heißt der, dann auch gefunden, und zwar hier in diesem Anwesen. Dann haben wir ihn befreit und dann ist er uns aber sozusagen wieder entlaufen, wenn man so will. Also wollte nicht wieder zurück zu seinen Besitzern, sondern er wollte dann doch mit seiner Freundin, der Giraffendame Trixie, zu einer größeren Party. Und jetzt muss ich noch mal schauen. Genau, wir haben uns dann hier nach Bumpusville begeben, um diese Perücke zu klauen, die da versteckt war. Und wir waren auch schon mal hier eben, nachdem wir die befreit haben. Und dann haben wir hier auch ein Buch und ein Bild und ein Kissen geklaut. Und das brauchen wir alles später im Verlauf noch. Aber jetzt ist unsere primäre Aufgabe eigentlich, in diese Party der Yetis reinzukommen. Das ist die Idee. Genau. Und das versuchen wir, und das können wir aber gar nicht hier machen, sondern dafür müssen wir zurück zum Hotel, wo diese Party stattfindet. Guck mal gerade, ob wir hier noch irgendwie Dinge machen müssen. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei neue Orte bekommen, an denen wir noch nicht länger waren. Zum Beispiel dieser Saurierpark. Da müssen wir, glaube ich, noch mal gucken, was da so los ist. Genau. Machen wir das doch mal. Das ist offensichtlich ein Bungee-Park, den man in die Nähe von Mount Rushmore gebaut hat. Oder zumindest soll es so aussehen. Und davor gibt es ein paar mechanische Dinos. Und ich glaube, wenn ich mich entsinne, ist ja schon etwas länger her, dass ich das Spiel gespielt habe,
Dann brauchen wir von diesem Mammut ein bisschen Fell. Wally, das wollige Mammut. Ich bin jetzt zwar ausgestorben, aber in der Eiszeit war ich König der Säugetiere. Hi, ich bin Wally, das wollige Mammut. Ich bin jetzt zwar ausgestorben, aber in der Eiszeit war ich König der Säugetiere. Hi, okay, ich bin Wally. Mal im gleichen Text, der sich wiederholt. Hi, ich bin Rex, die Donnerechse. Das war informativ. So, und da ist es nämlich, glaube ich, wichtig, dass wir den offenen Mund haben, damit wir ein Seil reinwerfen können. Haben wir bekommen, was wir wollten. Blaue Flecken? Den Zahn. Ja. Genau. Da haben wir einen Dinosaurierzahn. Jetzt brauchen wir noch die Mammutwolle. Es ist immer ein Running Gag im Spiel, dass man Max irgendwie missbrauchen muss, um bestimmte Dinge zu bekommen. Das war da ein Beispiel für. So. Das ist mein kleiner Kumpel. Bereit zur... Hey, Max. Hey, was? Ich habe eine Aufgabe für deine gewaltigen Schneidezähne. Was? Siehst du dieses wollige Mammut? Was ist damit? Hör auf, den Idioten zu spielen und mach dich an die Arbeit. Gute Arbeit, Max. Jetzt haben wir mehr Mammuthaar, als wir jemals brauchen werden. Und wir haben etwas sehr Wichtiges gelernt. Ja, die Mammuts sind vor lauter Scham ausgestorben. So, genau. Jetzt haben wir Mammutwolle. Wir haben einen Zahn. Ich weiß gar nicht, wofür wir den Zahn genau brauchen, aber ich weiß, wir brauchen ihn irgendwie später. Jetzt können wir hier noch zu diesem... diesem Bungee-Park hingehen. Oh, ich glaube, wir können sogar Bungee springen. Und ich glaube, wir müssen das machen. Diese Art weckt den Sinn für Wunder. Man muss sich wundern. Um ja was von dem Teer mitzubekommen. Wir haben nämlich diesen sehr schönen Greifarm, den wir kombinieren können mit diesem sehr schönen Becher. Und ich glaube, den können wir jetzt verwenden. Ich glaube, was heute tatsächlich so ein bisschen irritierend ist, wenn man das Spiel jetzt nochmal neu spielen würde und es noch nie gespielt hätte, dann würde man natürlich diese ganzen Rätsel nicht kennen und dann wäre es immer ein bisschen ausprobieren, was funktioniert wo, welche Geräte, welche Items, die man schon gesammelt hat, kann man miteinander kombinieren oder auch nicht. Das spare ich mir jetzt ein Stück weit, weil ich ja schon mal das Spiel gespielt habe und mich tatsächlich auch noch an viele Dinge erinnern kann.
Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin olympische Bungee-Springerin und ich weiß alles, was man über Bungee nur wissen kann. Seit wann ist Bungee eine olympische Disziplin? Nun, Sie scheint's zu glauben. Was muss ich tun? Man müsste das Grundprinzip verstanden haben. Du legst dir die Bungee-Ausrüstung dort hinter der Kleiderwand an. Und wenn du soweit bist, musst du in die große Teergrube springen. Aber so ein großer, starker Haufen Fell wie du wird wohl kaum Probleme damit haben. Ja, hört sich einfach an. Sieht gefährlich aus. Tschö. Bis dann, Süßer. Also, wir wissen jetzt, wir müssen uns hier fürs Bungee-Springen um. Hör auf damit. So, was meinst du? Steht dir hervorragend. Oh, sei vorsichtig, sie könnte uns schubsen. Das ist eine Gefahr, die ich jeden Tag durchstehen muss. Nun, Max, was meinst du? Wie James Bond. Bist du sicher? Jimmy wäre jetzt sicherlich nervös. Aber mach trotzdem ein wenig hin. Ich glaube, du fängst an, Zeit zu schinden. Jimmy. Schnuckelchen. Wer schindet Zeit? Ich warte nur darauf, dass mein Kumpel zusammen mit mir diese spektakuläre Aussicht genießt. Jetzt haben wir uns ein bisschen Teer geangelt. Da muss man auch natürlich normalerweise erstmal drauf kommen. Man kann hier immer eine Weile hängen bleiben und irgendwann springt er dann automatisch wieder zurück. Aber das war ja irgendwie naheliegend, dass wir da was von dem Teer kriegen müssen. Warum sollte man sonst in einem Adventure-Spiel darunter springen müssen? Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute, nur Max. Übrigens kein Speedrun, also ich versuche schon möglichst viele der Gespräche und der interessanteren Ereignisse oder Dinge, die man ausprobieren kann, zu zeigen. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel von dem Spiel. Nur in etwa, wie man durchkommt. Dafür habe ich es oft genug gespielt. Okay, ja, ich glaube, wir haben alles gemacht, was man hier an dieser Location machen kann. Ne, wir haben den Zahn, wir haben die Wolle, wir haben den Teer. Ich glaube, den Teer können wir auch gleich kombinieren. Jetzt ist das Kostüm mit klebrigem Teer überzogen. Genau. Dann nehmen wir hier die... Jetzt haben wir das Backstell zum Kostüm mit Teer und Mammuthaaren beschmiert. Genau. Und jetzt können wir noch... Okay, ich habe Conroys Toupet an dem Backstell zum Kostüm befestigt. So. Es ist ein Backstell zum Kostüm mit einem Toupet bedeckt mit Teer und Mammuthaaren. Und das könnte man ja jetzt annehmen, ist vielleicht ein gutes Kostüm, wenn man sich hier als Yeti ausgeben möchte. Hört sich jazzig genug an. Lass uns gehen. So. Genau. Hier haben wir, glaube ich, schon mit allen beim letzten Mal gesprochen. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen.
das ist wirklich mal ein gelungenes Yeti-Kostüm. Ich lasse euch damit zur Party. Wir haben dem jungen Mann übrigens hier diese sehr schöne Pfeile mitgebracht. Deswegen ist er uns ein bisschen dankbar. Sonst hätte er uns jetzt auch mit diesem Kostüm nicht reingelassen. Sieht so aus, als ob etwas Wichtiges passiert. Vor 100 Jahren schien es so, als ob unsere Zeit sich dem Ende zuneigen würde. Wir haben die Zeichen des bevorstehenden Untergangs übersehen. Wir dachten, die Menschen würden sich sehr langsam entwickeln, sodass die Folgen, die ihre Verschwendungssucht nach sich zieht, Probleme wären, die folgende Yeti-Generation zu lösen hätten. Zufrieden lehnten wir uns zurück und ignorierten die innere Stimme, die nach Taten rief. Tradition und Lebensstandard waren unsere Entschuldigungen für die Selbstgefälligkeit. Der Umstand, dass wir nicht nur unseren Lebensstandard, sondern unser aller Leben und alles, was je in unserem Besitz war, verlieren können, zwingt uns zum Handeln. Eine Realität stürzt auf uns ein, die wir nicht länger ignorieren können. Wie sich herausstellte, haben sich die Menschen und ihre Technologie schneller entwickelt als wir. Viel schneller, als wir annahmen. Und jetzt stehen wir nur wenige Schritte vom Abgrund entfernt. Wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen und endlich Taten folgen lassen, sie mit Herz und Verstand in Angriff nehmen und das Ziel nicht verlieren, dann werden wir zurückfallen und uns selber dem Untergang weihen. Aber jetzt erst mal wieder ein wenig Musik. Ja. Also man kann hier sehen im Spiel, dass schon so ein leicht ökologischer Grundtenor drin steckt. Er wird ein bisschen auf die Spitze getrieben, glaube ich. Aber steckt hier offensichtlich so ein bisschen schon mit drin. Wir nehmen einfach mal Dinge mit, die hier so rumstehen. Das ist immer das, was man im Adventure machen muss. Wir nehmen hier die Weinflasche mit. Wir haben hier einen Eispickel. Den kann man mal gebrauchen vielleicht. Ansonsten ist hier nicht viel los. Keine Bewegung, du Yeti-Vieh. Wen haben wir denn da? Einen Yeti. Mann, ist das ein mageres Exemplar. Einen Yeti in der Hand zu haben, ist besser als zwei im Busch, Lee Harvey. Entschuldigung, Boss. Schon gut, alter Kumpel. Jetzt sei ein guter Junge und hol das Netz aus dem Bus, ja? Jawohl, Mr. Bumpus. Beweg dich nicht. Also da kommen wir nicht raus. Es gibt da etwas, was du wissen solltest, Bumpus. Schon wieder. Mist, ich habe das Netz in Bumpusville gelassen. Vergiss das Netz, wir werden uns als Yeti verkleiden. Warum? So können wir sie infiltrieren und alles über sie erfahren, um sie dann einzusacken. Oh. Und keine Scherze, Hundevieh. Yeah. Hör auf zu nörgeln, du Hornochse. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey, Max, wieso machst du dich nicht mal nützlich? Das war lustig. Nun können sich zukünftige Generationen an seinem atonalen Singsang erfreuen. Sind hier noch ein paar Schrimpskugeln? Wer seid ihr? Wir sind die Freelance Police. Wir haben gerade euren gesamten Haufen gerettet. Wirklich? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn ich euch zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber ernenne. Geht hier lang. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Obwohl es Tradition ist, dass nur Yetis und eine Begleitperson zu unseren Partys zugelassen sind, haben sich diese zwei uns gegenüber als loyale und vertrauenswürdige Personen erwiesen.
Das sind naive Kerle. Und so ernenne ich sie zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber. Also, legt euch nicht mit ihnen an. Das ist alles? Geehrte Yeti-Häuptlinge? Wo bleibt die Knete? Wir wollen kein Yeti-Geld, Max. Vielleicht ist es aus Baumrinde gemacht. Ich weiß, aber ich sage so etwas aus Prinzip. Ihr dürft euch jetzt frei im Tagungsraum bewegen, ohne Angst um eure Gesundheit haben zu müssen. Hey, danke. Gern geschehen. Folgt mir. Was alle Herren. Da ihr euch selbst als Freunde der Yeti bewiesen habt, habe ich euch hergebracht, um unser größtes Geheimnis zu teilen. Diese großen Totempfähle wurden aus aller Herren Länder zusammengetragen und von Yeti-Generation zu Generation weitervererbt. Wie Obstkuchen. Wir glauben, dass sie die Lösung für unsere Rettung bergen, aber das Geheimnis ihrer Nutzung ist ein Rätsel, das wir niemals gelöst haben. Ganz schön kompliziert. Wie Obstkuchen. Es ist wirklich kompliziert. Bruno. Wie Obstkuchen. Keine Lust zum Feiern? Wer kann schon feiern, wenn seine Welt zusammenbricht? Offensichtlich die meisten deiner zotteligen Brüder. Und ich sagte noch, lass den Whisky aus der Bohle. Ich dachte, es würde unserer Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen. Kein Wunder, dass wir vom Aussterben bedroht sind. Okay, Jungs, hier der Lagebericht. Der Yeti Way of Life geht zurzeit den Bach runter. Diese Totempfähle könnten uns retten, aber A, keine Ahnung, was sie bedeuten. B, die meisten von uns haben zu lange gefeiert, um darauf zu kommen, wenn ihr mich versteht. Und C, wir Yetis haben es ziemlich schwer, uns in der Öffentlichkeit zu bewegen, wie ihr wisst. Wir würden ja nicht um Hilfe bitten, aber wir sind verzweifelt. Nun, wegen sowas werden wir meistens gebucht. Warum also nicht? Großartig. Warum löst ihr drei nicht das Geheimnis? Ich gehe so lange zur heißen Quelle. Genau, jetzt sind hier nämlich diese vier großen Totempfähle. Und die haben alle ein Bild drauf. Was ist das? Eine Art Tornado? Zahnmedizin? Ein Schutzpatron der Yetis? Ja, das ist Bruno, der wahrhaftige heilige Gral unserer Mission. Sieht wie ein Vorher-Nachher-Bild aus. Okay, Sam, er ist hier, wir sind hier. Lass uns gehen. Wartet, wohin denn? Zurück zur Kirmes, abkassieren, du großer Klumpen. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd. Ich bleib genau hier stehen. Psst, Max. Ja? Vielleicht sollten wir eine Weile warten, bevor wir Bruno seinen gutmeinenden, wenn auch schrecklich seltsamen Besitzern zurückgeben. Wieso? Weil ich eine seltsame, verdrehte Vorahnung habe, dass etwas Wichtiges mit den Yetis passieren wird. Und es wäre nett, Bruno daran teilhaben zu lassen, bevor wir ihn wieder in einen Eisblock verbannen. Du wirst weichherzig, Sam. Wir haben uns entschieden, dich bis zum Ende der Versammlung auf freiem Fuß zu lassen. Hey, danke. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? So, jetzt können wir über diese einzelnen Totempfähle mit ihm sprechen. Und die bedeuten jeweils was, glaube ich. Was sagt dir der Totempfahl ganz links? Lass mich mal sehen. Nun? Es ist ein Totempfahl. Und? Er ist aus Holz. Noch können wir ihn zurück zur Kirmes bringen. Mach schon. Okay, das war nicht hilfreich. Schlauen Yeti-Einfälle bezüglich des Totempfahls mit dem Zahn drauf? Ich habe das Ding jetzt Stunden angestarrt und... Ja? Ich glaube, es hat was mit Zähnen zu tun. Es ist nicht lebenswichtig. Aber hast du eine Ahnung, wer der Typ auf dem dritten Pfahl ist? Nö.
obwohl er scheinbar recht gut mit Gemüse klarkommt. Sam, der Typ auf dem Pfahl hat einen Marshmallow. Und? Ich will auch einen. Max, du bist einer. Siehst du den toten Pfahl? Was ist damit? Was glaubst du, bedeutet er? Ich hab's. Was hast du ihnen gesagt? Ich riet ihnen, nach Glatzköpfen mit Spaghetti auf dem Kopf zu suchen. Nun, was denkst du über all dies? Ich bin einfach glücklich, hier zu sein, Sam. Glücklich, bei Zimmertemperatur schlafen zu können und glücklich, frei zu sein, natürlich. Frei geboren, frei wie der Wind. Max. Was? Was wolltest du sagen, Bruno? Ich hab den Faden verloren. Mist. Sag mal, wie habt Trixie und du euch eigentlich getroffen? Wir haben uns nicht wirklich getroffen, bevor sie mich aufgetaut hat. Aber ich liebe sie seit dem Augenblick, als sie nachts in die Abnormitäten-Show kam und mich mit einem kantonesischen Schlaflied in den Schlaf sang. Und du willst ihn zurück in einen Eisblock stecken? Klar, und? Ich geb's auf. Er gibt's auf. Nun, wo du Conroy aus dem Pelz hast, was hast du vor? In Bürsten vielleicht? Nun, da sind immer noch die Cashmans. Ich bin also noch ein wenig besorgt. Ah, ja, das sind die Besitzer. Also die auf der Kirmes, die uns ursprünglich engagiert haben. Ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Das ist zum Beispiel ein Gag, der ist so ein bisschen ein Klassiker in der englischen Comedy, glaube ich, aber es klingt ein bisschen umständlich, wenn sie es im Deutschen sagen. Genau. So. Jetzt können wir mit ihm hier nochmal sprechen. Hast du mal kurz Zeit? Eigentlich nicht. Aber weil ihr unsere Spezies vom Aussterben gerettet habt, warum nicht? Warum nicht? Was glaubst du, bedeutet der erste Totempfahl? Wie ihr wisst, beschäftigt uns das schon seit vielen Jahren. Wir glauben herausgefunden zu haben, dass der erste Totempfahl einen Wirbelwind darstellt. Der Charakterzug eines jeden Yeti. Wild und ständig in Bewegung. Was will uns wohl der zweite Totempfahl Ihrer Meinung nach sagen? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Ich glaube, es ist ein Hinweis auf die lange Geschichte unseres Volkes. Die unglaubliche Resistenz der Yetis, die Jahrtausende überlebt zu haben. Wie passt der dritte Totempfahl in das Schema? Ich versuche, das unmissverständlich auszudrücken. Der Pfahl zeigt die Harmonie zwischen zwei nebeneinander bestehenden gleichartigen Lebewesen. Eine Harmonie, die wechselseitigem Respekt und Verständnis entspringt. Okay. Was stellt der vierte Totempfahl dar? Diese Frage wurde mir schon viele Male gestellt. Meine Antwort: schnelles Wachstum. Was können Sie uns über Bruno erzählen? Bilde ich mir das ein oder haben wir diese Frage wirklich jeden in diesem verdammten Land gestellt? Ah, Bruno! Voller Sturm und Tatendrang, bereit, die Welt zu erobern. Er erinnert mich an mich selbst, als ich in seinem Alter war. Was halten Sie von Trixie? Sie ist ein wirklich knuffiges Mädchen und sehr repräsentativ für die Vorurteilslosigkeit der Jedi-Führungsspitze. Darauf sind wir sehr stolz. Was ist deine offizielle Meinung von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus ist eine Gefahr für die amerikanische Lebensart. Es war und es wird immer unser höchstes Ziel sein, unsere Nachfahren vor diesen höchst negativen Einflüssen zu schützen in unserer schönen neuen Welt. Obwohl meine Frau und ich seine Musik ganz gerne hören. Okay. Wir kommen wieder. Ich werde hier sein. Genau, jetzt haben wir ein paar Sachen, die wir ja schon eingesammelt haben.
die wir, glaube ich, hier auch benutzen können. Zum Beispiel haben wir diesen Saurierzahn und ich glaube, das war eines der Bilder auf dem Totenfall. Hey, Häuptling, ich glaube, ich habe eines dieser vertrackten Totenfallrätsel gelöst. Ein Original-Dinosaurierzahn. Ich dachte mir schon so etwas Ähnliches. Sagte er original? Ja, sagte er. Aber offensichtlich muss er so original ja nicht sein. Ich glaube, ich habe eines dieser Totemfallrätsel gelöst. Meine mystischen Yeti-Kräfte sagen mir, dass du völlig daneben liegst. Okay. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. Okay, also die Grundidee ist, dass wir Gegenstände finden müssen, die jeweils eines dieser Bilder auf den Pfählen repräsentieren. Und dann mit diesen Gegenständen hierher kommen müssen, um die da reinzuwerfen. Manchmal ist es tatsächlich gar nicht so einfach, die entsprechenden Hotspots zu treffen, weil auch der Mauszeiger ja nicht besonders konkret zielbar ist. Okay, aber ich glaube, jetzt fällt mir ein, was man machen muss. Das ist ein Monument der menschlichen Genialität. Danke für die Blumen, Junge. Nun gut. Tschüss. Was kannst du daraus machen? Der berühmte Naturalist John Muir, Ich finde, er sieht wie ein Zucchini-Kürbis aus. Ich kann einen machen, es wird nur etwas dauern. Okay. Das haben wir dann damit in Auftrag gegeben, glaube ich, und dann können wir erstmal gehen. Das wäre ein weiterer Schritt in dieser Logik. Dann haben wir diese Weinflasche, die wir öffnen müssen. Und ich glaube, um die öffnen zu können, brauchen wir einen Korkenzieher. Und um einen Korkenzieher zu bekommen, müssen wir uns einen Eispickel verbiegen lassen. Leg einen Zahn zu, Max. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Genau. Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher. Lass mich mal sehen. Wie ist das? Großartig. Sehr schön. Jetzt haben wir diesen verbogenen Eispickel und den können wir jetzt verwenden, um diese Flasche zu öffnen. Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Mit diesem Gift? Sei nicht albern. So, jetzt haben wir aber einen Korken. Das scheint die Schneekugel verschlossen zu haben. Für die Schneekugel. Und das ist dann der nächste Schritt, glaube ich, dem wir folgen müssen.
Ich glaube, ich korrigiere noch mal ein bisschen die Hintergrundmusik nach hinten, nach unten. Und dann würde ich sagen, haben wir eine halbe Stunde, mehr als eine halbe Stunde schon wieder als Folge geschafft. Das heißt, ich würde an dieser Stelle wieder einen Break machen. Ich speichere das mal ab, damit mir hier nicht verloren geht. Genau, und dann machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich würde auch im Stream eine kleine Pause machen. Und dann geht es in ein paar Minuten, beziehungsweise in der nächsten Folge von 7 Max Hit the Road, diesem Let's Play, weiter. Und wahrscheinlich wird das die letzte Folge, weil ich glaube, wir sind relativ nah am Ende dran. Also es sollte nicht mehr so lange dauern. Ich denke, eine Folge wird es noch und dann haben wir es aber auch. Genau, von daher, kleine Pause und dann sehen wir uns danach wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!